Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 21. bis 23. Juni 2019. Der Garten der Liebe, so heißt dieses Liegesystem. Und in diesem Garten erscheint ein Liebespaar, die Dame und dieser Herr. Und wir schauen erstmal an euren Gefühlen und damit meine ich euch Damen. Und diese Karte zeigt etwas und erzählt etwas über euren Gefühlen. Ihr werdet zurzeit die Richtung bestimmen. Hier handelt es sich um Gefühle. Die eine Richtung sind die negativen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und Wut. Und die andere Richtung sind die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft und Mut, Vertrauen, Fürsorglichkeit und Liebe. Und das ist Transformation. Ihr verabschiedet von Angst und übergeht auf die Gefühle wie Begeisterung und Liebe. Ihr befreit euch gerade von euren Ängsten. Worüber sollt ihr nachdenken? Das zeigt dieses Bild, eine Neuorientierung, und das passt genau zu diesem Sommersonnenwende. Etwas hinter euch lassen, all das, was bedrückt. Und Neuorientierung. In die Richtung schauen, was euch begeistert. Und das erzählt hier dieses Feuerelement. Was kommt zurück von Vergangenheit? Diese Momente, die Ungewissheit, aber das werdet ihr verabschieden, weil ihr werdet um eure Seele kümmern. Diese Mondlandschaft symbolisiert nämlich das Unbewusste, eure Träume, eure Sehnsüchte, eure Gefühle, eure Intuition. Lasst euch inspirieren. Mond bedeutet auch Empfängnis. Eher zurückhaltend sein. Und jetzt schauen wir seinen Gefühlen an und damit meine ich euren Partner oder euren Wunschpartner. Die Kelchen symbolisieren die Wasserelement und Wasserelement steht für Gefühlen. Er nimmt seinen eigenen Gefühlen sehr intensiv wahr. Aber er stoßt an seinen eigenen Grenzen und das zeigt die Zahl 9. Er muss etwas überwinden. Was ist das, was er überwinden soll? Das ist seine Angst oder sein Zweifel. Worüber soll er Gedanken machen oder worüber macht er Gedanken? Das symbolisiert hier dieses Kelch. Nach Gefühl handeln. Ich habe gesagt, er nimmt gerade seine eigenen Gefühle sehr intensiv wahr. Was war bei ihm in Vergangenheit? Das zeigt hier diese Herrscherin. Jemand hat viele Dinge über sein Leben bestimmt. Und er hat das Gefühl, jemand herrscht über ihn. Und das will er verändern. Und das sind seine Schritte. Er wird sich neu orientieren und verabschiedet von dieser Dame. Das kann eine Partnerin sein oder Ex-Partnerin und noch die Erinnerungen oder ein Chefin oder seine Mutter. Dieser Garten hat einen Brunnen und sprudelt Wasser und zeigt in eine Richtung und genau das, was dann später kommt. Und es zeigt sich hier die Kraft und Stärke. Und das werdet ihr auch verspüren. Und das war mein Wochenende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.